Ah, verdammt, da Mist. Das gibt's ja gar nicht. Blöde Felsen hier. Ah. Verdammt, man, jetzt hat er sich aber ein bisschen. So, das war's. Die Blume ist weg. Geschafft. Ich fände es immer gar nicht verkehrt, wenn da trotzdem Course Clear stehen würde oder so. Geschafft. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht geguckt, ob ich alle Münzen habe. Aber das waren ziemlich... Das Level war nur geradeaus. Da kann ich eigentlich nichts übersehen haben. Ah! Wie eine fehlt. Was heißt denn eine einzige? Ist doch nicht wahr. Eine. Das kann nicht sein. Verdammt, Mann. Sag mal, kann ich eigentlich Kostüme doppelt kriegen? Also wenn ich jetzt ein Kostüm freigespielt habe, kann es sein, dass ich das gleiche nochmal kriege? Oder, weil dann wäre selten und häufig eigentlich völlig irrelevant, dann würde das nur bedeuten, ich bekomme erst alle häufigen und danach bekomme ich das seltene garantiert, weil ich alle anderen schon habe. Ich weiß nicht, müssen wir gleich mal ausprobieren. Wir haben viel Geld, was soll's. Hey, Yoshi! Was los? Wie hat dir Octodox gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? Moment, die ganze Welt besteht nur aus zwei Leveln? Oh Gott, wie kurz ist denn das Spiel? Ich hatte gehofft, man könnte mir da vielleicht etwas besorgen. Ich benötige Folgendes. Plattfisch. Ein Hinweis? Gern, ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit einem Ei bewerfen. In welchem Level? Ah, okay, wird gar nicht angezeigt in den anderen. Im Vielfisch-Aquarium, Octodox. Da müssen wir einen Plattfisch finden. Aber vorher würde ich ganz gerne tatsächlich mal gucken, wie das jetzt ist mit den Outfits. So, und da ist auch einer aufgetaucht. Okay, Moment, wir gucken erstmal hier. So, Sonnensteinstation, da gibt es 10 Stück. So, den einen haben wir schon. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt nochmal bekommen könnten. Sondern, dass wir 10-mal machen müssen und dann haben wir garantiert alle. Wisst ihr, so nach dem Motto. So, jetzt machen wir hier mal 7 Stück. Einwerfen. So, dann haben wir noch 6 Münzen übrig. Wofür brauche ich die denn sonst? Ui! Ich brauche sie doch für nichts anderes. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass ich irgendwie Skills kaufen kann oder so. Karamellschachtel! Na wunderbar. Mülltonne! War also doch eine Mülltonne. Mit einem Kronkorken drauf. Wie klein ist Yoshi eigentlich? Geschenkbox! Selten! Haus mit rotem Dach. Gelbes Auto. Berg? Berg? Ich dachte, das ist irgendeine Frucht oder so. Milchflasche. Selten. Na, wunderbar. Okay. Und jetzt, genau, ich kann nur noch 2 Münzen einwerfen. Seht ihr, das ist das Maximum, was ich jetzt noch einwerfen kann, weil ich dann alle Outfits habe. Also es ist überhaupt kein Glücksspiel, ich kann scheinbar nichts doppelt kriegen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich alles habe. Also völlig irrelevant, selten und nicht selten hat überhaupt keine Relevanz. So, was willst du denn? Ich war wohl das letzte Mal gerade weg, kann das sein? Du bist Yoshi, richtig? Mein kleiner Bruder Benny hat mir von dir erzählt, ich bin Bruno. Ich dachte... Keine Ahnung, was ich dachte. Ich brauche Utensilien, aber wo waren sie doch gleich? Ach ja, Sonnenscheinstation. Los geht's. Ich benötige Folgendes. 5-mal Kuh. Eine Kuh ist ein Utensil? Hast du sie im Grasfeld gesehen? Versuche 5 davon zu sammeln. Einfach mit einem Ei bewerfen. Na schön. Souvenirjagd. Dann gehen wir hier wieder zurück ins Dampflokrennen und holen uns die 5 Kühe. Denn wir haben nicht alle Münzen bekommen und auch nicht alle Sonnenblumen. So, und das wollen wir jetzt natürlich machen. Ich meine Grinseblumen. So, ich darf halt eigentlich nicht vergessen, wirklich alles anzuwerfen, was es im Level gibt. Auch in dem anderen Level, wo wir gesehen haben, dass man die Möwen bewerfen kann. Ja Mann, da muss ich losgehen und alle Möwen bewerfen. Wirklich. Ich glaube, da ist eine Kuh. Bam. Und vielleicht hätte ich eine rote Münze bekommen, wenn ich alle Möwen abgeworfen hätte. Wisst ihr, so nach dem Motto. Also da, man muss, glaube ich, wirklich einfach alles bewerfen, was es gibt. Oder vielleicht auch alle Gegner besiegen. Vielleicht auch sowas. Ich weiß es nicht. Oh ja, das weiß ich schon. So, die Kuh da hinten holen wir uns noch. Hier können wir jetzt natürlich relativ schnell durchgehen.
Ich meine, es ist jetzt auch nicht nötig, die roten Münzen einzusammeln. Man sieht ja, dass sie transparent sind. Das heißt, wir haben sie schon mal eingesammelt. Das gleiche gilt für die Grinseblumen. Die sind dann transparent, wenn man sie schon mal hatte, in einem früheren Durchspielen. Von daher ist das alles nicht mehr eigentlich gar nicht so wichtig. Wir müssen jetzt hier eigentlich nur auf die Kühe achten. Aber ich will halt auch... Hier kommen übrigens auch nur 6 Gegner raus, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Hier kommen mehr Gegner raus. Was soll's. Wir wollen natürlich auch die anderen Sachen finden. Ich finde es übrigens auch sehr clever gemacht, wie hier, wie das einfach aus dem Fokus ist. Wisst ihr? Wie die Sachen einfach so im Hintergrund sind und die sind so unscharf. Tiefenschärfe macht ja auch Sinn. Ist ja realistisch. Aber dadurch kann man einigermaßen einschätzen, wo sich die Sachen befinden. Das sage ich jetzt und vor ein paar Episoden habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich nicht gesehen habe, dass es im Hintergrund war. Also was nun? So, den Baum können wir umwerfen, das Geschenk können wir umwerfen. Es gibt so viel Zeug zum Umwerfen hier. Man muss einfach alles umwerfen, was es so in der Welt gibt im Hintergrund. Und im Vordergrund natürlich. So, die holen wir uns auch noch. Und ich werde jetzt einfach hier wieder alle Gegner besiegen. Einfach in der Annahme, dass man dadurch vielleicht auch nur eine rote Münze kriegt. Wer weiß. Hier fehlten ja sogar mehrere, ne? Also gar nicht so wenig. Das ist echt erschreckend. Geht so einfach nicht. So, ach, da hinten ist noch ein Gegner. Bam. Könnt ihr mal sehen. So viel gab es jetzt hier zu tun an dieser kleinen Stelle. Hätte man auch nicht gedacht. Und das mit den Kühen. Die Kühe waren auch schon vorher im Hintergrund. Geschafft. Nein, fortsetzen. Ich will das Level nicht beenden. Ich muss hier noch ein paar Sachen finden. Also die Kühe standen auch schon beim ersten Mal spielen in dem Level rum. Und da hätten sie uns wahrscheinlich nur Münzen gegeben. Deshalb denke ich mal, die Sache mit den... mit den Möwen wird auch später noch eine Aufgabe, dass wir alle Möwen finden sollen. Ich denke mal, das ist das Gleiche. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier ist jetzt definitiv irgendwo noch eine rote Münze. Wir gucken mal, wir haben 5 haben wir übersehen. Vielleicht kriegt man wirklich 5 Münzen, wenn man alle Grinseblumen hat. Ich weiß es nicht. Könnte ja sein, ne? Oder könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es so ärgerlich, dass ich nicht alle gefunden habe, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss. So, was ist mit dem hier? Der muss soll da auch weg. So, dich schlucken wir mal noch und dann gehen wir hier wieder in das... Moment. Ja, gehen wir wieder in das Haus rein hier. So, da können wir wieder hier wunderbar... Bam! Das ist geil. So, jetzt haben wir wieder alle 4 Blumen. Jetzt fehlt uns nur noch... Oh, das hatte ich eben schon probiert. Jetzt fehlt uns nur noch diese eine Blume, die wir halt... abwerfen müssen auf dem Zug, weil sie im Hintergrund ist. Moment. So. Okay, hier ist aber nichts weiter. Dann gucken wir mal hier. Oder vielleicht sind wir auch irgendwo einfach nicht lang gelaufen. Wisst ihr, das ist hier so ein kleines Schachbrett. Und vielleicht sind wir da einfach nie lang gelaufen. Könnte ja sein. Man weiß es nicht. Kann ich die Bäume abwerfen? Nee. Na gut, keine Bäume abwerfen. Das kann ich nicht abwerfen, den kann ich abwerfen. Das habe ich aber alles gemacht eben. Irgendwas ganz Essentielles fehlt. Das sind 5 Münzen. Das ist, ich habe irgendwas sehr Offensichtliches übersehen. Boah, das ärgert mich, ich komme mir so dumm vor. So, Moment. Und bam. So, hier bin ich auch lang gelaufen. Tja... Jetzt bin ich aber doch überall hingegangen. Mir fehlen 5 rote Münzen. Verdammt, ich war doch überall. Wenn ich die jetzt da ranwerfe und zurückfahre mit dem Zug, dann haben wir nur noch die eine Grinseblume. Auf dem Weg sind keine Münzen. Ja, 5 von 5. Verstehe ich nicht. Hier müssen irgendwo hier muss ein Bonusraum sein, praktisch. Weißt du, wo man hingehen kann? Irgendein Weg, den ich übersehen habe. Irgendwas, was noch dasteht, was ich abwerfen kann. Irgendwas in der Richtung. Was ist denn hier mit dem... Nee, damit können wir nichts machen. Okay. Die brauchen wir nicht. In dem Hintergrund ist auch nicht wirklich was. Ach Gott, ich hab... Ich verstehe das gar nicht, wie das sein kann. Wo sind die letzten 5 Blumen? Oh! Guck mal, wer ist denn hier?
Verdammt, den sieht man ja überhaupt nicht. Aber das sind auch keine... Es sind keine roten Münzen drin gewesen. Und hier ist jetzt auch kein verstecktes... Nee. Der hat keine Münzen dabei. So. Hier ist auch nichts. Auch wenn nicht, wenn man hier lang springt und hier rüber sind wir auch schon gelaufen. Wenn ich da rauf springe, ja. Da gibt es aber auch nichts. Also so fies ist das Spiel eigentlich nicht. Das versteckt gar nicht so viele Sachen. War ich der Meinung. Und hier ist ja gleich der Start des Spiels. Ja. Verdammter Mist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man die Münzen bekommt, wenn man alle Blumen eingesammelt hat. So. Denn in dem anderen Level, wo wir eben waren, hatten wir alle Blumen und da fehlte nur eine einzige Münze. Vielleicht kriegt man 5 Münzen, wenn man alle Blumen eingesammelt hat. Weiß ich nicht. Möglich? Keine Ahnung. Müssen wir jetzt einfach mal von ausgehen, weil mir nichts Besseres einfällt. Gut. Also, wir gehen jetzt hier wieder zurück in dem Level. Oder kann man den offenen Karton umwerfen? Auch nicht. Also, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich jetzt alles ausprobiert habe. Und ich habe das Level ja in der Demo komplett gespielt. Da habe ich alles gefunden. Ja, das ist bestimmt... das hat bestimmt mit der Blume zu tun. Bin ich mir sicher jetzt. Ich bin mir sicher inzwischen. Ansonsten, das Level werden wir wahrscheinlich nicht nochmal spielen. Das ist, glaube ich, die einzige Aufgabe, die es gibt. Hier ist sonst nichts. Ich sehe jedenfalls nichts. Oh Gott, ey, wenn ich jetzt die Blume verfehle. Moment, kann ich die nicht von hier schon holen? Nee, ist zu weit. Schon. Jawohl. Letzte Blume bekommen. Hat mit den Münzen nichts zu tun. Ich verstehe das nicht. Ich bin überall gewesen. Alter. Das erste Level. Und ich schaff's nicht. Das allererste Level in diesem Spiel. Na toll. Ein blöder Mist. Das gibt's doch nicht. Ich krieg einfach diese blöden Münzen nicht. Warum? Wo sind die letzten 5 Münzen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ärgert mich viel mehr, als es dürfte. Wo? Wo sind die anderen 5 Münzen? Ich verstehe das nicht. Juhu, Kuh gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Geil. Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Das wirkt Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige folgendes: Wäscheleine. Die Klamotten hängen hier einfach so herum. Wem gehören die überhaupt? Einfach mit einem Ei bewerfen. Moment. Hier? Wir sollen nochmal in das Dampflokrennen reingehen. Okay, wir können auch nochmal in das Dampflokrennen reingehen. Erstmal will ich hier hingehen und die Kuh, Kuh-Dings will ich bekommen. Das Kuh-Outfit. So. Wir können es sowieso nur noch zweimal machen und dann haben wir alle Outfits. Genau, jetzt sieht man es ja auch, das ist leer, das Ding. Da kann ja nichts mehr rauskommen. Okay. Kuh. Scharf. Und Orangensafttüte. Ach ja, Kuh war selten. Na wunderbar. Ja gut, zeig mir mal, wie Yoshi aussieht, wenn er in der Kuh sitzt. Es ist halt alles das gleiche alberne Zeug. Es ist alles gleich albern. Naja. Naja gut. Ja. Ich habe A gedrückt. Ich bin vollständig. Ich bin so bei Xbox irgendwie und versuche hier B zu drücken, um rauszukommen aus dem Menü. So ein Quatsch. Nein, nein. Nein, auch nicht Yoshi wählen. Was mache ich denn? Gott verdammt. Der Outfits. So, keins. Jawohl. So, und jetzt nehmen wir den Yoshi. So, zurück bitte. So. Dann werden wir in die Sonnenscheinstation noch einmal gehen.
oder wie heißt die, in das Dampflok rennen, um die Wäscheleine zu holen. Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht schaffen wir es dann, alle Münzen zu finden. Finden wir heraus in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.